Hallo mein lieber Schütze, hier ist Nina von Kartenstoff und ich lege dir heute die Karten in Sachen Liebe für die Monate Juli und August. Ich lege die dieses Mal für 2 Monate, weil ich zwischenzeitlich im Urlaub bin und auch noch einiges vorzubereiten habe und es dann nicht schaffe, für beide Monate die Sternzeichenlegung zu machen. Genau, und deswegen gibt es die jetzt für 2 Monate. Ende August kommen dann aber die Septemberlegung wieder raus und dann geht es auch mit den monatlichen Legungen weiter. So, wir starten gleich mit deiner Legung. Das ist die Hauptenergie aus dem Weisheitskarten der Seele-Deck. Da werde ich gleich was zu sagen. Werde danach eine Neunerlegung mit dem Tarot legen. Dann im Anschluss noch klären mit dem Lenormand, was ich gerne klären möchte. Und werde dann noch 3 Karten zu der Beziehung zwischen dir und deinem Gegenüber ziehen. Eine Karte für dich in der Beziehung, eine Karte für eure Beziehungsenergie, eine Karte für die Energie deines Gegenübers in der Beziehung. Auf die Energie deines Gegenübers werde ich in der erweiterten Legung weiter eingehen, werde darauf bezogen das keltische Kreuz legen, schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber, wohin geht's, woher kommt's, wie steht's selbst zu dem Ganzen und so weiter und so fort. Und noch eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Den Link findest du in der Infobox, da findest du auch meinen PayPal-Me-Spenden-Link, wenn du mir für meine Arbeit etwas zukommen lassen möchtest. So, und jetzt schaust du, ob du mit dem Ganzen in Resonanz gehst. Das ist immer wichtig. Wenn du das nicht tust, das ist nicht deine Legung, dann macht auch das Extended keinen Sinn. Dann schau, ob du mit deinem Mondzeichen oder Aszendenten vielleicht noch etwas mehr resonierst. So, jetzt fangen wir aber an. Im Sumpf ist die Hauptenergie. Die Grundbedeutung der Karte ist, inmitten seiner Gefühle zu sein, sich nicht davon ein bisschen Abstand zu nehmen und aus der Perspektive von außen drauf zu gucken, was auch mal sinnvoll sein kann, sondern hier wirklich mittendrin gefühlt auch in allem zu sein. So, und jetzt brauche ich aber, spüre ich noch mal ein bisschen in den Impuls rein, den ich zu der Karte kriege. Es ist so eine ganz zufriedene Stimmung, die darüber kommt. Es ist es ist so eine Art einfach sein. Dieses einfach sein verbinde ich sehr mit dem Seelischen, auch mit dem seelischen Erleben, wo man ja einfach ist und mit Relativität im Leben nicht ganz viel zu tun hat. Du machst auf mich da einen zufriedenen Eindruck. Die Energie macht auf mich einen zufriedenen Eindruck. Man ist so auch relativ zeitlos, was auch zu diesem seelischen Erleben passt. Es kann gut sein, dass du in dem seelischen Aspekt relativ gut bei dir angekommen bist. Und da geht auch mein Gefühl hin und da in dieser zeitlosen Zufriedenheit, die da ist, es dir einfach gerade gut geht. Das ist das, was jetzt mitkommt. Wir schauen mal, natürlich alles auf den Aspekt der Partnerschaft bezogen. Was nicht heißt, dass es da nur um die Partnerschaft geht, aber im Großen und Ganzen hat das auf jeden Fall damit zu tun, sonst würde es hier nicht liegen. Jetzt schaue ich mal, was ist die Hauptenergie deiner Neunerlegung? Wir haben hier den Mond liegen. Der Mond liegt für den intuitiv richtigen Weg, den wir spüren. Aber auf diesem intuitiv richtigen Weg uns auch unseren Ängsten, Sorgen und so weiter stellen. Das ist der Weg durch die tiefen Gefühle, wir nehmen alles mit. Ist in dem Fall auch ähnlich dem. Hier ist man auch in den Gefühlen eher drin, hier lässt man sich reinfallen, in der Karte der Grundbedeutung der Sumpf auch. So, jetzt kommen wir zur oberen Reihe. Die obere Reihe ist bei mir oder ist in meinen Legungen, in meinen Neunerlegungen, sagen wir mal so, mir da eine Situation oder eine Dynamik in der Vergangenheit, auf der das Ganze fußt. Hier haben wir einmal den Gehängten. Der Gehängte steht für die Änderung seiner Perspektive. Man kriegt neue Erkenntnisse, man sieht die Dinge anders, man kann anders gehen. Hier haben wir mit der Welt auch schon einen Abschluss von einem Zyklus liegen.
Und jetzt schauen wir mal, was als nächstes kommt. Und da haben wir den Wagen für den Aufbruch, für das Losgehen, für das Voranschreiten. Ich ziehe jetzt, ich sage später noch mehr zu allen Karten und bringe die auch noch viel mehr miteinander in Verbindung, aber ich lege jetzt erstmal weiter. Jetzt kommen wir zur Präsentenleiste, wobei du immer schauen musst, wo du zeitlich stehst, ob vielleicht hältst du dich zeitlich mehr in dem Aspekt noch auf und kommst zu dem Rest erst und vielleicht bist du auch schon in dem Aspekt, der hier dann gleich so für die potenziell zukünftige Entwicklung liegt. Das werden wir sehen. Und hier haben wir den Sieg, den Erfolg mit den 6 der Stäben. Da ist etwas geschafft und da ist man, lebt man auf der Grundlage dieses, was man geschafft hat. Und hier ist der Herrscher, kann für die männliche Energie stehen, kann Teilaspekt der weiblichen Energie sein, kann auch einen Zustand ausdrücken. Das wäre dann ein sehr sortierter Zustand, ein strukturierter Zustand. Also für dich haben sich in der Vergangenheit Dinge erschlossen. Und das, was hier oben liegt, hat hier vorher schon eine Mega-Entwicklung. Da könnten wir eventuell sogar Jahre liegen haben, die das vorher an Entwicklung macht, was hier jetzt kurz und knapp zusammengefasst ist. Auf jeden Fall lag vor diesem Perspektivwechsel, den du eingegangen bist, lag schon eine große Zeitspanne aufgrund von Entwicklung, aufgrund dessen, dir ein Licht aufgehen konnte. Und überleg mal jetzt in deiner Partnerschaft oder deiner Seelenpartnerschaft oder in der Beziehung zu deinem Gegenüber, wollen wir es mal so sagen, was hat sich da getan, was hat sich da entwickelt, wo ist dir mal ein Licht aufgegangen? Wo hast du anders gedacht? Und dieses Andersdenken, dieser Klickmoment oder whatever das auch immer ist, schau für dich, aber dass du ungefähr weißt, was ich meine, da musst du selber gucken, hat für dich mitgebracht, dass Dinge in einen Abschluss gebracht werden konnten. Du konntest mit einem bestimmten Lebensaspekt, vielleicht auch mit einem sehr großen Aspekt, konntest du abschließen. Und dieses Abschließen, dieses Rundwerden damit, das hat bei dir dazu geführt, dass du losstiefeln konntest, dass du losgehen konntest und dass es einen Aufbruch in was anderes gab. Es kommt bei mir das Gefühl hiermit auf, dass dieser Aufbruch eventuell nicht ganz leicht ist. Ich glaube, es eröffnet sich dir oder hat sich dir angefangen zu eröffnen. Entweder ein neuer Lebensabschnitt, der auch sehr allumfassend sich auf dein Leben auswirkt, oder etwas anderes Großes, wo du sagst, okay, da knalle ich auch hin, da gehe ich auch los, da komme ich in die Pötte, aber nur einfach ist es, glaube ich, nicht. Ist es, glaube ich, nicht. Und hier haben wir auch wieder die Energie dabei, so dieses, ich lasse mich reinfallen. Und auf der Grundlage von dem, was du hier geschafft hast, bleibst du auch in deinem, auf diesem Level. Also du gehst nicht hier irgendwie nochmal 300 Meter zurück oder 300 Kilometer oder 5 Jahre und bist auf einmal wieder in alten Strukturen drin und das, was du dir hier erarbeitet hast, ist weg. Das ist nicht so. Sondern du lässt dich in dich reinfallen, hier auch und in diesem Erleben, in dem du bist, in diesem Frieden, den du auch darüber hast, einen tiefen Frieden, das muss sich auf der Oberfläche nicht immer alles friedlich anfühlen, aber auf Grundlage dieses tiefen Friedens kommst du für dich in den Erfolg und wirst auch aufgeräumt, egal ob du jetzt Männlein oder Weiblein bist. Es geht hier um diesen Zustand, den du als Mensch hast. Hier ist eine schöne, natürliche, gesunde Autorität drauf abgebildet. Das ist das, was ich da wahrnehme. Und das kommt deshalb, weil du angefangen hast oder das auch schon relativ lange machst, deine Ängste und Sorgen dir anzugucken und mit einzubeziehen und den seelisch richtigen Weg zu gehen. Ja, wo du einfach merkst, ist immer ein bisschen die Frage, formuliert man das jetzt von meiner Seite aus mit richtig oder falsch, aber die Karte sagt einfach immer, es ist der tiefe Weg durch die Gefühle, mit dem Mond hier auch der intuitiv geleitete Weg.
Und den habe ich hier auch. Das fühlt sich zwar sehr erfüllt an, aber der, es ist aber so, es sind schon Schwierigkeiten da und es können Schwierigkeiten da sein, aber es ist nicht mehr das Gefühl, man ist überwältigt, sondern nee, wie dieser Elefant. Ich voller Zuversicht, mir kann so leicht gar nichts anhaben, gehe ich weiter. Und das machst du. So, die folgende Reihe dreht sich um die potenziell zukünftige Entwicklung. Hier haben wir den Narren, den Narren, der Narr ist der Neubeginn zum Neubeginn. Der Narr hat sich erstmal aus einer Situation ist er entsagt und dann hat er sich entsagt, hat er sich frei gemacht, ist in gewisser Art eine Art Niemandsland, sieht eventuell schon was Neues, aber ist noch nicht in die Manifestation reingegangen. Ja, hat dann noch nicht angefangen, einen Gedanken zu manifestieren. Das würde, hier haben wir die Zahl 0. Das wäre dann mit dem 1 der Magier der Fall. So, eine weitere Karte. Eine weitere Karte für hier die zukünftige Entwicklung. Da haben wir die 4 der Kelche. Das kann ein Ablehnungsthema sein oder es ist eine Situation, in der du noch was ablehnst oder sagst, nö, ich weiß jetzt auch nicht so genau. Das waren jetzt ganz viele Karten. Und dann haben wir mit den 4 der Schwertern haben wir die Heilung liegen. So, jetzt hätte ich gerne, ich finde, oben ist das schon alles relativ klar. Da habe ich jetzt auch schon viel zu gesagt. Jetzt hätte ich gerne zu den 4 der Kelchen. Hier haben wir einmal das Buch für ein neues Kapitel, was geschrieben werden möchte, ein neues Buch, ein altes, was zugeschlagen werden möchte. Das Buch kann auch mal für was Verborgenes stehen, auch mal für Wissen. Wir schauen. Und hier haben wir mit der Sense etwas, was plötzlich eintritt. Ich habe das Gefühl, du bist, es ist nicht so, dass du auf die Ablehnung von jemandem anderen stößt, sondern ich habe das Gefühl, das ist definitiv deine Energie. Du bist in dem, dass du sagst, ach, ich weiß nicht genau. Und ich habe das Gefühl, dass sich zwar etwas Neues für dich auftut und auch etwas Neues kommen möchte, aber dass du einfach deine Zeit brauchst. Ich habe das Gefühl, dass das, was hier liegt, so viel Kraft bei dir schon beansprucht hat und dass es dir eigentlich in diesem Zustand, mal frei von allem zu sein, ganz gut geht. Und dass etwas Neues, ein neues Buch des Lebens, was angefangen werden will zu schreiben und was hier mit der Sense relativ plötzlich kommt und vielleicht zu groß wird, zu stark, ist, dass du da sagst, ach, ich weiß nicht. Und hier haben wir mit der Heilungskarte auch eine langsame Karte gleich hinterher liegen. Und so wie ich das wahrnehme, es ist nicht so, dass du das hier komplett ausschlägst, sondern dass das etwas ist, wo du sagst, okay, da wachse ich dran und da heile ich auch dran. Aber ich brauche meine Zeit. Du hast dir hier so viel erarbeitet und hier auch mit dem Herrscher, wo die für mich auch nochmal fast einen Abschluss darstellt. Wir haben hier das als Abschluss, wir haben hier das als, ich habe was abgeschlossen, bin neu, auch den Erfolg, du bleibst in deiner Linie treu, du bleibst deinem Ding treu
Und das hier ist auch so eine wunderschöne natürliche Autorität, muss ich nochmal sagen, die hier liegt, die einfach sagt, ich habe mein Leben in Anführungsstrichen wieder im Griff. Ganz normal, ganz entspannt. Mir geht's gut und ich bin endlich frei. Und irgendwie scheint dich was Neues, was kommt, ein Stück weit zu schnell zu gehen, zu überfordern. Es könnte sein, dass du Sorge hast, wieder in irgendwelche Muster zu kippen, aus denen du dich schon rausgearbeitet hast. Ich ziehe jetzt nochmal zu den vier der Schwertern. Da haben wir einmal das Haus. Kann für das materielle Zuhause stehen, kann für eine Komfortzone stehen, kann für Beziehungsdynamiken, Strukturen, die man mit Zuhause verbindet stehen, die man in sich trägt. Und hier haben wir eben den Neubeginn. Und da sage ich dir, das reiht sich hier komplett ein und ist eigentlich das, was ich gesagt habe. Hier will was Neues kommen. Du brauchst aber Zeit für diesen Neubeginn. Du brauchst Zeit in dein Zuhause-Struktur. Ich nenne das mal, sag das mal in Anführungsstrichen, Zuhause-Strukturen, die du in dir etabliert hast, die du vielleicht schon als Kind mitgekriegt hast. Ne, durch Mama, Papa, da wird das Erste natürlich auch gelegt. Und jetzt will irgendwie was Neues kommen und du sagst, machen wir langsam. Ein Schritt nach dem anderen und dabei kannst du gut heilen. So, eine Karte für dich, deine Energie in eurer Beziehung. Hier haben wir ein Türmchen, was fällt. Hier haben wir nochmal Strukturen, die abbrechen, Strukturen, aus denen du rauskommst, wo es Momente gibt, die dir nochmal Dinge klar machen, die dir nochmal zeigen, was du im Leben kannst, haben möchtest und was nicht. Und hier haben wir als Karte, verbindende Karte zwischen euch, haben wir die Erlösung, haben wir die Befreiung von Themen. Und du bist ja hier oben schon zum Abschluss gekommen. Ich habe dir gesagt, dass ich das Gefühl habe, die Karte, die geht zwar los, die will auch losgehen, die ist nicht ganz, aber fühlt sich nicht ganz einfach an. Ebenso wie der Mond, da setzt man sich mit sich nochmal auseinander, da ist man nochmal in seinem Ding drin und du bist es auch in dem Gefühl, dem Ganzen auch erhaben, dem Ganzen auch erwachsen zu sein. Und auf dieser Grundlage können noch mal Dinge wegfallen, die dich noch irgendwie belastet haben, Strukturen, die überhaupt nicht mehr passen, die dich klein halten, was auch immer. Und da haben wir hier als verbindendes Element die Erlösung. Jetzt kommen wir zu deinem Gegenüber. Und hier kann eine schöne, schnelle Entwicklung stattfinden mit den 8 der Stäben. Die 8 der Stäbe können mal für Kommunikation stehen häufig für eine Entwicklung, die stattfindet, die einsetzt. Es ist auch eher eine schnelle Karte im Deck. Auf diese Energie werde ich in der weiterführenden Legung noch weiter eingehen. Werde das keltische Kreuz drumherum legen, werde schauen, was denkt und fühlt dein Gegenüber und so weiter, habe ich am Eingang schon erwähnt, und werde eine Botschaft von deinem Gegenüber an dich ziehen. Link ist in der Infobox. Bevor ich da jetzt aber hingehe, werde ich noch mal zum Turm 2 Karten ziehen. Und dann noch was anderes. So, ja, hier haben wir Gefühle mit den Fischen oder auch den Seelenpartner. Und hier haben wir die Mäuse. Mäuse stehen für Ängste, für Sorgen, können auch mal für Verluste stehen. Und hier haben wir... ja, das sagt eigentlich aus, was ich eben schon gesagt habe. Ne, wenn man schon so ein Grundgefühl zur Karte hat, dann kann hier fast kommen, was will. Es fügt sich eh immer ein. Wir haben hier noch schwierige Gefühle, die sich lösen wollen, die dich klein halten wollen. Hier haben wir Ängste, Sorgen, eventuell auch was dein Gegenüber, was den Seelenpartner angeht, wenn es einer ist. Und davon möchtest du dich noch befreien. Oder das möchte noch frei werden. So, eine Karte aus dem Moonology-Orakel für eure Beziehung.
meditiere und denk nach, Neumond in den Fischen. Ne? Neumond läutet immer eine neue Phase ein. Ein bestimmter Aspekt kommt neu in Wallung, kann sich neu in einem entwickeln. Fische stehen für das Fließende, für die Gefühle, für auch das Spirituelle. Hier haben wir etwas, was neu losgehen möchte, was auf diese bestimmte Art und Weise neu losgehen möchte, was du was heißt langsam, weiß ich nicht genau. Du machst es einfach in deinem Tempo, ne, und brauchst die Zeit für dich und musst es für dich auch im Einklang machen. Das ist das, was ich hier das Gefühl habe. Und jetzt noch eine Karte aus dem Farbkartendeck für dich. Move, enjoy, clear hearing. Was auch wieder, ne, freue dich am klaren Hören, also an der Wahrnehmung, die du hast, die dir viel hilft, die dir auch viel gibt. Und dann schau, wo nimmst du gerade bestimmte Dinge wahr. Vielleicht hast du gerade das Gefühl, intuitiv stark auf dem Weg zu sein. Das hier und zeigt sich hier in dem, wo ich gesagt habe, das fühlt sich sehr nach dem an, dass man schon stark in dem Seelischen gelandet ist. Und hier haben wir auch, ne, mit dem Mond das Intuitive, an dem du dich orientierst. Und das ist hier haben wir auch wieder das Spirituelle und hier haben wir auch wieder den Aspekt des ich spüre in mir drin, ich höre in mir drin, welches mein richtiger Weg ist. Und das Ganze springt bei dir nochmal Ketten. Ja? So, meine Liebe, mein Lieber, ich schaue mir jetzt dein Gegenüber in der weiterführenden Legung an. Link ist in der Infobox. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Das hilft auch immer sehr. Das hilft allen, die YouTube-Videos machen. Dann werden die Videos noch mehr ausgeschüttet und dann weiß der Algorithmus von YouTube, hey. Also von daher, nicht nur bei mir, auch bei allen anderen. Denkt immer dran, wenn euch Videos gefallen, die auch zu liken. Ja, genau. Dann sehen wir uns entweder gleich in der weiterführenden Legung oder gerne in einem meiner anderen Videos. Bis dann!